richtig gelohnt. Ey, die sieht die Modelle zu sehen, ey. Und der Bauer hat bestimmt nicht den Schluck gefragt, ob er fliegen will. Der Rasenmäher. Der Rasenmäher kommt auch mit ins Spiel. Der ist außer Kontrolle. Ja, wir haben muss man da wirklich sagen, was für verrückte Ideen haben Modellbauer eigentlich, ne? Und guck dir mal den Rasenmäher an, wie der sich in die Kurve legt. Unglaublich. So, wir sehen auch, der Rasenmäher lässt sich im Rücken ganz gut bedienen. Also ich sehe schon, die Maschine ist voll gut zutauchen. Und der hat sich jetzt richtig warm geflogen. Oder warm gefahren, ich weiß nicht, wie sagt man dazu. Auf jeden Fall geht es recht rasant auch mit so einem Rasenmäher. Und nochmal ein ganz kurzer Hinweis für unsere dazugekommenen Zuschauer. Der Matze, der hier neben mir steht, der findet das alles. Der macht einen richtig super tollen Zusammenschnitt davon. Und das könnt ihr euch dann von der Internetseite hier von LOC Albatros, wenn ihr euch jetzt im Internet dann mal anschauen, wenn ihr wollt. Ey, Mark Mason. Und dann natürlich auch die Matte, und zwar unter Busch auf Busch. Wenn ich bei YouTube reingehe, gehe ich einfach Busch auf Busch ein. Und dann landen auch die vollen Videos, die der Matte hier heute sehen. So, und wir sehen jetzt hier noch ein bisschen Kunstflug vom wild gewordenen Rasenmäher, sag ich mal. So, unser Schlumpf wird jetzt sicher geborgen. So, wer sich erst geklatscht, noch mal richtig feste für den wild gewordenen Schlumpfpiloten. Jawohl! Das kommt uns die Piloten immer mehr zurück. Oh, hier, Bilderbuchlandung. Sehr schön. Auch für unseren Rasenmäher.